Peace, Leute, was geht ab? Seven hier. Ihr seht die Kulisse. Ich stehe in Sinsheim vor der 3-0 Arena. Es ist klar, was das bedeutet. Der nächste Stadionvlog steht an. Heute spielt unser FCH auswärts gegen Hoffenheim. Yeah! Wir haben jetzt 11 Uhr, das heißt Anpfiff ist erst in 4,5 Stunden. Deshalb würde ich sagen, bevor es für mich ins Stadion geht, schaue ich mir hier in Sinsheim noch ein anderes Highlight an, nämlich das Technikmuseum. Angekommen am Technikmuseum und meine Freunde, schaut euch mal hinter mir die Kulisse an. Diese Flieger sieht man ja schon von der Autobahn. Das Technikmuseum ist ja direkt im Prinzip auf der gegenüberliegenden Seite vom Stadion. Und seien wir mal ehrlich, wer wollte nicht als Kind jedes Mal, wenn man da vorbeigefahren ist, unbedingt ins Museum gehen? Jetzt bin ich endlich hier. Rein geht's ins Museum. Man kann auch, wie ich jetzt hier gerade schon gespottet habe, von unten die ganzen Flugzeuge reingehen. Hier führen unter den Flugzeugen Treppen nach oben und auch hier, wie ich sehe, eine Rutsche vom Flugzeug. Da sehe ich mich natürlich, meine Freunde, nachher hier die Rutsche runter zu rutschen. Ich hoffe, man kann auch irgendwie in die Concorde vielleicht rein. Das wäre natürlich ein Highlight. Beleidigt mich übrigens in den Kommentaren, falls das keine Concorde sein sollte. Und jetzt hier der Eingangsbereich zum Museum. Am Eingangsbereich sehen wir auch schon die Rutsche. Boah, die sieht schon steil und stabil aus. Nachher hier rutschen wird bestimmt sehr, sehr cool. Der erste Bereich des Museums ist, wie es aussieht, ein kleiner Rennsportbereich. Oder was heißt ein kleiner Rennsportbereich? Ein riesiger Rennsportbereich. Steht einfach auch ein DeLorean. Krass. Wer kennt das legendäre Auto aus dem Film Zurück in die Zukunft? Dann geht es hier weiter in eine Art Oldtimer-Bereich. Hier sind dann eher wirklich alte Autos, einfach hier Bugattis. Crazy. Stellt euch mal vor, einfach sind die früher mit solchen Autos die Rennen gefahren. Hier dann im Oldtimer-Bereich noch diverse Kutschen und Lastwagen. Ja, für mich jetzt nicht ganz so interessant, aber hier ist was, was definitiv interessanter aussieht, nämlich Aufgang Tupolev. Das ist doch der Flieger, den ich vorhin als Concorde bezeichnet habe. Keine Ahnung, wir schauen einfach mal hoch. Sehr, sehr geiles Wetter heute. Und hier noch mal kurz ein Überblick für euch. Da hinten seht ihr das Stadion. Also wie gesagt, einfach wirklich nur ein Katzensprung vom Museum entfernt. Im Prinzip dazwischen hier verläuft direkt die Autobahn, die A6. Ging jetzt noch mal einige Stufen nach oben. Von hier hat man einfach noch mal eine bessere Aussicht. Und jetzt geht's rein in den Innenraum. Alter, das ist richtig steil hier. Man muss sich wirklich anstrengen, um hier hochzukommen. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme erkennen kann, aber es ist wirklich sehr, sehr steil hier drin. Schräglage ist auf jeden Fall am Start. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es mit modernen Flugzeugen vergleicht. Boah, Alter, boah, ich bin so erschrocken gerade. Steht da einfach hier ein Bruder drin und erschrickt mich. Verdammt nochmal. Ja, kein Vergleich mehr zu modernen Passagierflugzeugen. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch mal sehr gespannt aufs Cockpit. Krass, wie viele verschiedene Anzeigen und Schalter es hier einfach gibt. Es geht weiter zum nächsten Highlight. Da war ich eben drin
Und jetzt bin ich hier und das ist auch die Concorde. Das war nicht die Concorde, das hier ist die Concorde. Hat ja eigentlich hier diese markante Form, die man kennen sollte. Ich bin kein Flugzeugexperte, nehmt es mir also nicht übel. Wir gehen auf jeden Fall rein in den Bums, ich bin sehr gespannt. Okay, ist auf jeden Fall schon mehr los als drüben in dem anderen Flieger. Hier fühlt man sich wirklich ein bisschen wie im Aquarium. Also hier, der Gang ist auf jeden Fall sehr, sehr eng. Eine adipöse Stewardess hat man hier definitiv nicht gebrauchen können. Das Cockpit. Ja gut, viel dazu kann ich nicht sagen. Ich bin wie gesagt kein Fliegerexperte, aber auf jeden Fall mal auch cool und nice, das gesehen zu haben. Ich bin jetzt wieder raus, stehe direkt unter der Concorde und schaut euch einfach mal an, wie breit dieses Flugzeug ist. Ich filme gerade mit Weitwinkel und ich krieg's gerade mal so drauf. Also wirklich die Form dieses Fliegers einfach legendär und wirklich einzigartig. Sehr, sehr geil gebaut. Also sah auf jeden Fall viel cooler aus als die Flugzeuge heutzutage. Oder was meint ihr? Jetzt habe ich hier gerade den Frank getroffen. Der Frank macht einfach auch YouTube. Einfach amüsant, er ist auch Stadionvlogger. Und er hat heute sogar unsere Mannschaft getroffen. Hier ist zum Beispiel der Tim Kleindienst, natürlich Topscorer der Mannschaft mit 6 Toren. Natürlich der Trainer, Erin Dimci zeigen, auch natürlich Topscorer mit 6 Toren, genauso wie der Tim. Meine Prediction für das Spiel heute übrigens 1-1 zwischen der TSG Hoffenheim und Heidenheim. Ich tippe heute 3-2 Sieg für mein FCH. Wir halten die ungeschlagene Serie aufrecht und gewinnen heute gegen Hoffenheim. Let's go! Jetzt habe ich hier einfach bekannte Gesichter getroffen. Einfach wieder Dani mit seiner Tochter Charlotta. Die waren jetzt schon 2-mal bei mir im Video. Was denkt ihr, wie wird es heute ausgehen? Ich denke heute eindeutig Auswärtssieg. Ich wäre heute bei 2-0. 2-0? Okay. Charlotta, du? 3-0. 3-0? Ja. Boah, ganz optimistisch. Ich bin bei 2-1 Auswärtssieg. 2-1? Also dann sind wir uns alle einig, dass wir heute gewinnen. Let's go! Woo! Und Dani hat mich auch für unser nächstes Heimspiel gegen Dortmund wieder in den Business Club eingeladen. Das heißt, ich werde nächste Woche bei unserem Heimspiel gegen Dortmund den nächsten Stadionvlog aufnehmen. Wird also auf jeden Fall wieder geil. Drückt jetzt schon alle auf Abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpassen werdet. Jetzt geht's weiter hier im Museum. Aus diesem Flieger kommt dann die Rutsche raus. Da sehe ich mich jetzt auf jeden Fall. Let's go! Sehr cool. Vor allem der letzte Teil der Rutsche, wo es richtig steil wird. Macht echt Spaß. Hier sieht man auch mal, wie es wirklich runtergeht. Definitiv ein Highlight hier in dem Museum. Schaut euch mal hier diese riesige Dampflokomotive an. Im Vergleich zu mir, wenn ich davor stehe, was für ein Riesenteil. That's what she fucking said. Auch nochmal hier eine riesige Halle. Aber ich laufe natürlich nicht runter, sondern hier gibt es wieder eine Rutsche. Und ich würde sagen, kommt über, oder? Hier ist die Rutsche, ich komme über. Verdammt! Hier ist einfach eine leere Plattform mit dem Hinweis, ich bin auf der Rennstrecke. Muss also heißen, dass alle Autos hier auch noch fahrtüchtig sind. Gut, ob es alle sind, weiß man nicht. Aber höchstwahrscheinlich ein Großteil der Autos ist hier noch fahrtüchtig, weil hier offensichtlich ein Gefährt gerade auf der Rennstrecke ist. Was für ein lustiges Gefährt. Das erinnert mich einfach an dieses komische Einrad, was mal Mr. Garrison in South Park gebaut hat. Ein bisschen perverser. Wer kennt die Folge? There we go. Ja, ich glaube, ich habe jetzt den Großteil der Ausstellung gesehen. Man könnte sich hier natürlich noch viel mehr Zeit nehmen, sich alles viel genauer anschauen. Aber ich habe heute ja noch was anderes vor. Für mich geht es ja noch ins Stadion. Deshalb würde ich sagen, ich verliere jetzt hier im Museum nicht noch mehr Zeit. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Definitiv ein Tipp von mir. Wenn ihr mal hier in Sinsheim seid, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Ich habe jetzt hier Leon getroffen. Der Leon arbeitet hier im Museum. Und nicht nur das, er ist auch Hoffenheim-Fan und sogar Balljunge bei Hoffenheim. Yeah, hat er drunter, sehr cool.
Jetzt möchte er natürlich auch seinen Tipp abgeben. Was denkst du, wie geht's heute aus? Also mein Tipp ist, dass Heidenheim 3 Tore schießt und nicht 2. Also auch 3-2? Genauso wie ich. Warum tippst du für die Heidenheimer? Weil sie viel aufs Tor schießen. Und Hoffenheim wahrscheinlich viele hält, aber dann auch welche reinlassen. Da hoffe ich, dass du recht hast heute. Sehr cool. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich war gerade noch mal im Auto, habe mir meine warme Jacke geholt und jetzt geht's auf zum Stadion. Hier hinter mir seht ihr noch das Museum. Und hier ist jetzt der Ausgang, wo es im Prinzip unter der Autobahn durch eine Unterführung direkt zum Stadion geht. Also wirklich super Anbindung vom Museum zum Stadion. Ich bin jetzt keine 5 Minuten gelaufen und bin schon fast an der Arena. Servus. Hi. Können wir ein Foto machen? Ja klar, Alter. Jetzt habe ich hier vorm Stadion Luca getroffen. Wir haben gerade schon ein Bild gemeinsam gemacht. Und er möchte auch noch seine Prediction abgeben. Was denkst du, wie geht's aus? Ich sag, es wird ein 2-0 für Heidenheim. 2-0 für Heidenheim, also auch sehr optimistisch. Ja, auf jeden Fall. Sehr geil, sehr geil. Die gewinnen heute zu 0, sag ich dir. Die gewinnen zu 0? Okay, das ist eine Ansage, das ist eine Ansage. Sehr cool, danke, Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Und jetzt, meine Freunde, der erste Blick ins Stadion. Ist noch komplett leer, noch gar nichts los. Unser Fanblock mit den Heidenheim-Fans ist schon etwas gefüllt. Aber ansonsten sind wir wirklich sehr, sehr früh dran. Sieht wirklich schön aus. Ist ja auch ein ziemlich neues Stadion. Das sieht man auf jeden Fall. Yeah. Und jetzt schaue ich erstmal, wo genau mein Platz ist. Ich habe jetzt direkt hier, bevor ich überhaupt meinen Sitzplatz suchen konnte, 2 bekannte Gesichter getroffen. Ein drittes noch. Und der Frank hat direkt gesagt, dass er ein Bier ausgibt. Ja, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Aber Frank, nur eins. Nur ein Bier. Nur ein Bier. Die Bierlieferung, yeah. Danke dir, Frank, zum Wohle. Jetzt aber wirklich mal gucken, wo mein Platz ist. Das ist also meine Aussicht für heute. Wow, nicht zu nah dran, nicht zu weit oben. Ich kriege wirklich das Spielfeld optimal drauf. Ich habe mich jetzt gerade mal circa 10 Reihen weiter runtergesetzt. Hier hat man auf jeden Fall auch eine brutale Aussicht. Wahrscheinlich wird es ähnlich sein wie in Mainz. Da habe ich ja auch einen Sitzplatz in der ersten Reihe gehabt. Bin dann später weiter nach oben gegangen, weil alles frei war und ich dort sogar eine bessere Sicht hatte. Kann hier auch sein, dass ich gar nicht auf meinem Sitzplatz Platz nehmen werde, sondern irgendwo sein werde. Das Stadion hier in Hoffenheim ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Butze, kann man nicht sagen. Aber wenn man sich halt einfach ein übergroßes Stadion hinstellt, welches man an den meisten Spieltagen gar nicht voll bekommt, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Da habe ich doch lieber eine kleine, schnuckliche Void-Arena, die an jedem Spieltag ausverkauft ist und wo richtig schön Stimmung drin ist. Und jetzt ist es soweit, sie kommen raus und werden von unseren Fans empfangen. Nachdem jetzt beide Mannschaften auf dem Platz sind und sich aufwärmen, gehe ich meinem üblichen Ritual nach und werde die Stadionwurst testen. Let's go! Wie ich gerade gesehen habe, es gibt hier Menüs. Ich sehe mich natürlich in Menü 2. Wurst und alkoholfreies Getränk. Natürlich nicht. Wir nehmen selbstverständlich Menü 1, Wurst und Bier. Dankeschön. Wie immer muss da natürlich Senf drauf. Senf ist drauf und jetzt wie immer der Geschmackstest.
schon mal Pluspunkt, knuspriges Brötchen. Nicht lätschig, sehr, sehr gut. Die Wurst, eher Standard. Ich probiere nochmal. Wurst geht klar. Geben wir eine 7 von 10. Stadionwurst hier kann man sich auf jeden Fall gönnen. Bierchen natürlich auch. Ja, ist ein Bier. Die Hoffenheim-Fans singen a cappella. Und die Spieler stehen schon auf dem Platz, begrüßen sich. Gleich geht's los. Let's go! Ja, die Hoffenheim-Fans singen Scheiß Heidenheim. So nicht, meine Freunde. So nicht. Also, man muss schon echt sagen, unsere Heidenheim-Fans hört man mindestens genauso laut wie die Heim-Fans. Kleindienst auf Beste. Ah, leider bringt er den nicht rein. Schade. Aber war mal unser erster halbwegs brauchbarer Akzent nach vorne. Oh oh, wird gefährlich. Jawohl, Müller kommt stabil raus und faustet ihn weg. So sieht's aus. Oh Gott, jetzt wird's gefährlich. Oh Gott, ist noch nicht vorbei. Was geht ab? Ah. Bisher brenzligste und beste Situation des ganzen Spiels. Leider für Hoffenheim, aber es ist zum Glück nichts draus passiert. Weiter geht's. Jetzt müssen wir den nächsten Akzent setzen. Komm, mach was draus. Ja. Oh. Ah, schade. Ah. Komm, mach Druck, mach Druck. Jawohl, jawohl. Zieh ab, zieh ab. Ah, schade. Wir bekommen ihn super stabil behauptet. Yeah! Jawohl! Komm jetzt! Ja! 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 Mann, Alter! Ja! Ja! Geil, geil! Let's go! Jawohl! 1-0 für unseren FCH. Dingti hat den Treffer gemacht. Drei vor dem Tor. Den muss er machen und macht ihn auf. Let's go. Weiter geht's. Wir sind schon wieder im Angriff. Kleindienst mit Tricks am Start. Yeah! Okay. Schön. Zieh ab. Oh. Dingti hat auf jeden Fall Bock heute. Die ersten 45 Minuten sind vorbei. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Unfassbar, Spiel geht immer noch weiter. Der Schiri will nicht zur Pause pfeifen, aber wir machen es jetzt noch. Leider nicht. Also der Schiri schaut sich jetzt hier irgendwas beim Video Assistant Referee an. Und es gibt Elfmeter. Was war denn los? Was war gerade los? Ich weiß nicht, was los war. Es gibt auf jeden Fall jetzt vor der Halbzeit noch Elfmeter für Hoffenheim. Der Ausgleich vor der Halbzeit, Alter, der Schiri hätte schon längst abweichen können. Was ist denn das? Ich weiß nicht mal warum, aber ja, Ausgleich. Verdammt nochmal, darauf erstmal ein Trinken. Gibt's ja nicht. Demnach ist jetzt Halbzeit, 1-1. Ich
brauche erstmal ein neues Bier. Ach, es geht weiter, let's go. Oh Gott, oh Gott. Der nächste gute Abschluss für die TSG. Aber Müller mit einer geilen Parade. Oh Gott! Alter! Müller mit der nächsten Parade. Boah, da hat er uns gerade zweimal gut den Arsch gerettet. Da ist was drin, da ist was drin jetzt. Ah, schade. Aber immerhin unser erster Abschluss in Halbzeit 2. Nein, nicht schießen lassen. Oh Gott, Alter. Schon wieder verdammt knapp. Wirklich gerade die Hoffenheimer echt am Drücker. Also jetzt müssen wir den Spieß umdrehen. Ja. Ah, schade. Schön. Oh Gott, oh je, ah. Müller hat ihn wieder sicher. Nein, nicht schießen lassen. Miroslav, close. Und jetzt sind die Hoffenheimer im Angriff, das gibt's nicht. Oh. Schön, zieh ab, zieh ab. Reguläre Spielzeit gleich vorbei. Nein, 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 nein. Alter, was passiert hier? Was passiert hier? Oh Gott. Was ist gerade passiert? Das war sowas von Miroslav Klose. Eventuell noch mal ein Konter. Ah, schade, schade. Er springt ihm gegen die Hacke. Nein, was ist hier gerade los am Schluss? Spiel immer noch nicht vorbei. Und jetzt pfeift das ab. Oh, Spiel ist vorbei. Ja, es bleibt also beim 1:1. Keine Tore in der zweiten Halbzeit. Wir gehen aber jetzt rüber in die Fankurve, um dort noch ein paar Spieleremotionen zu erwischen und natürlich hautnah am Geschehen zu sein. Let's go rüber. Direkt am Zaun bei unseren Fans. Die machen auch nach dem Spiel noch so stabil Stimmung. Sehr, sehr geil. Hier direkt vor mir kommen jetzt gleich auch unsere Spieler vorbei, um sich ihren verdienten Applaus abzuholen. Hier unsere Mannschaft. Mit den Fans. Alter, wild! Krass, Alter! FCH Schalke ist hier durch die Frisur Arena. So sieht's aus. Let's go! Schaut mal, Leute, wer gerade hier noch vorbeigekommen ist. Hammer! Ich mache YouTube-Videos. Ich habe im letzten Video gesagt, dass ich mir ein neues Trikot holen möchte. Es stand zur Auswahl entweder Müller oder unser Capitano. Jetzt ist ja wohl klar, wer es werden wird, oder? Ja, aber ich habe es leider nicht. Nein, er holt sich. Nein, du musst nur unterschreiben. Dankeschön. Was für ein geiler Stadionvlog heute. Also wirklich, es hat mir einen Haufen Spaß gemacht. Ich kann es gar nicht beschreiben. Gerade auch noch die Szene am Ende mit den Fans, mit der Mannschaft und mit Mainka direkt neben mir. Alter. So ein Ehrenmann, der hat sich richtig Zeit für die Fans genommen, hat sich sogar ein paar Sekunden Zeit für mich genommen. Im letzten Stadionvlog habe ich noch gesagt, dass ich mir eventuell sein Trikot holen werde. Jetzt, nachdem ich ihn gerade getroffen habe, ist ganz klar, dass es sein Trikot werden wird. Habe ich ihm ja gerade auch gesagt. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Der Sieg wäre heute wirklich noch das i-Tüpfelchen gewesen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Stimmung gewesen wäre, hätten wir gewonnen. Aber scheißegal, den Punkt nehmen wir natürlich trotzdem sehr, sehr gerne mit. Wir bleiben nach wie vor ungeschlagen nach 6 Spielen. Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, nächste Woche werde ich beim Heimspiel gegen Dortmund wieder am Start sein. Schaltet alle ein, abonniert meinen Kanal. Ich bin raus für heute. Peace out, meine Freunde. Ciao.